spinnt man oder was, ja? Ich könnte mir das stundenlang angucken, diese Szenen. Ich finde, das hat immer irgendwie eine unfreiwillige Komik, das Ganze, ne? Also ich habe mit den Autofahrern mehr Mitleid als mit diesen Klimaklebern. Tut mir leid. Okay. Dann gucken wir mal. Geht 30 Minuten. Ja, zu denen muss ich ja nicht mehr viel sagen. Das ist ja allgemein bekannt. Mal gucken, wie kritisch oder wie ausgewogen oder was auch immer diese MDR-Doku ist. Wut, Schreie, Argumente. Das ist ja schon mal ein guter Titel. In diesem Film will ich euch zuerst die letzte Szene zeigen. Auflösung einer Straßenblockade in Berlin auf die harte Tour. Also Vorsicht, wenn ihr Gewaltdarstellungen schwer aushalten könnt, überspringt die Szene. Ach Gott, oh Gott, wieso Leute runtertragen von der Straße sind schon Gewaltdarstellungen oder was? Oder wie? Ach du meine Güte, es geht schon gut los. Bitte ich Sie jetzt rüberzugehen. Jetzt sofort, ansonsten werde ich in Schmerz zufrieden. Das ist hier friedlich. 3, 2, 1, gut, dann los, hoch. Schmerzgriffe, Bußgelder oder gar Gefängnisstrafen halten die Aktivisten der letzten Generation vor den Kipppunkten nicht vom Protestieren ab. Lassen Sie mich ein! Sie haben sich ein bisschen übertrieben, ne? Da gab es noch den Trailer zu der Doku, der sozusagen, wo sie den Schrei gedoppelt haben. Habe ich doch in der Mediatheke gezeigt, wer es gesehen hat. Damit das dann noch dramatischer aussehen sollte, als es eigentlich war, ne? Naja, so hat der MDR hier, mit solchen Tricks arbeiten die hier. Ganz und gar dem Aktivismus verschrieben. Wenn es irgendwann soweit ist und sich mehrere Strafen anhäufen, dann bin ich auch bereit, diesem Gefängnis dann abzusitzen. Wie ist die letzte Generation organisiert? Wer finanziert sie? Und was sind ihre Ziele? Um das zu beantworten, habe ich die Proteste wochenlang begleitet. Das ist hier in Hamburg, ne? War da die Elbbrücke, da war das doch gerade, wenn ich es richtig gesehen habe. Exactly. Was hast du schon wieder? Die erste Straßenblockade für diesen Film drehe ich Mitte März in Dresden. Mein Gott. Die Wut auf die Blockierer ist groß. Haut ab! Ihr Idioten, haut ab! Ihr seid wirklich die letzte Generation, das allerletzte, die letzte Scheiße seid ihr! Die Stimmung aufgeheizt. Ja. Ja, es ist eben die Frage, was will man damit erreichen? Ne? Das ist doch irgendwie, man bringt die Leute alle auf damit, gegen sich auf und die Leute sind alle verärgert und hassen einen. Und dann meint man damit, etwas erreichen zu können. Das ist ja eben das. Ne? Das ist ja völlig kontraproduktiv. Genau wie die militante Veganerin eben gerade. Die Blockade ist nicht angemeldet. Die Polizei noch auf dem Weg. Noch sind nicht alle angeklebt. Nach und nach fixieren die Aktivisten ihre Hände mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn. Die Leute kommen alle von Arbeit und wollen arbeiten gehen. Die haben Termine. Und du stehst hier. Stellst du irgendwo hier auf dem Platz, dann kannst du demonstrieren. Ich kann nicht verstehen, aber ich würde mir wünschen, dass Sie das jetzt hier nicht direkt vor mir machen, bitte. Und warum nicht? Weil ich mich ein bisschen bedrängt fühle von Ihnen. Naja. Er bedrängt ja auch die Autofahrer mit seiner Aktion. Die Autofahrer und Passanten lassen die Blockierer über sich ergehen. Ziviler Ungehorsam? Ja. Gewalt? Nein. Das ist ihre Proteststrategie. Auf 4 Fahrstreifen hat sich die Gruppe vor dem Dresdner World Trade Center festgeklebt. Die Aktion scheint gut geplant und sorgfältig. Gibt in Dresden ein World Trade Center? Wusste ich gar nicht. Sorgfältig vorbereitet. Knapp eine Stunde benötigt die Polizei, um die insgesamt 15 Aktivisten von der Straße zu lösen. Was glaubt ihr, ist ziviler Ungehorsam legitim und mit unseren demokratischen Werten vereinbar? Oder sollten Polizei und Justiz doch viel härter durchgreifen? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich treffe mich mit der Wirtschaftspsychologin Maria Christina Nimmer. Das ist ja nicht die Frage, ob ziviler Ungehorsam legitim ist. Bis zu einem gewissen Punkt vielleicht schon. Aber dann sollen sie sich doch vor dem Kanzleramt anketten, am Kanzleramtszaun oder die Einfahrt zum Kanzleramt blockieren oder irgendwas. Oder zum Umweltministerium oder was. Das sind doch die Adressaten.
Was können denn die ganz normalen Bürger dafür auf der Straße, die morgens zur Arbeit müssen und pünktlich auf der Arbeit sein müssen? Also ist doch völliger Schwachsinn. Das sind ja die falschen Adressaten. Sie untersucht, wie Protestgruppen und NGOs ihre Ziele umsetzen, hat dafür sogar undercover an Blockadetrainings der letzten Generation teilgenommen. Das ist eine Situation, in der die Bedrohung von außen sehr groß ist. Aggressive Autofahrer, Auseinandersetzung mit der Polizei. Das schweißt diese kleine Gemeinschaft nach innen zusammen, erzeugt eine Ruhe. Nimmer froh, ne? Der Name ist Programm bei der wahrscheinlich. Abhängigkeit und Bindung und damit auch eine hohe Disziplin gegenüber den einzelnen Taten und Strukturen, die dazu notwendig sind. Okay. Disziplinierte Aktionen, exakte Planungen. Das will ich mir genauer anschauen. In Dresden, bei der Vorbereitung einer Blockade einer Brücke, dem Blauen Wunder, darf ich nach langen Diskussionen dabei sein. Ich drehe alleine, nicht wie sonst im Team. Ich bin extrem nervös irgendwie wegen morgen, auf wie das abläuft, ob das alles steht, ob es alles passt. Und ich würde jetzt mal starten und euch ein paar Infos geben für morgen. Wir werden eine Straße blockieren, die keine Trennung in der Mitte hat. Das heißt, es werden Gegenverkehr und also Verkehr und Gegenverkehr quasi werden aneinander vorbeigeführt werden. Es wird aber einen Doppelstreifen geben quasi in der Mitte, der die beiden Fahrbahnen auch trennen sollte. Ich würde es einmal rumgeben. Und zwar seht ihr da die... Ja, einmal haben sie doch vor kurzem auch sich da hingeklebt auf einer Straße, wo links und rechts eine große Wiesenfläche gewesen ist. Sind die Autofahrer einfach über die Wiese vorbeigefahren, haben sich gar nicht interessiert für die Klimakleber. Das war natürlich sehr clever überlegt, die Aktion. Die beiden Spuren in die eine Richtung. Hier werden wir blockieren. Alle Aktivisten haben eine klare Rolle mit einer internen Bezeichnung. Die Blockierer werden Bienen genannt und die Unterstützer Hummeln. Es gibt sogar Wildbienen und Schmetterlinge. Aber dazu später mehr. Die Planung übernimmt die Bienenkönigin, Hannah. Nach dem jetzigen Plan würdet ihr zwei die Rettungsgasse bilden. Seid ihr damit einverstanden? Carla, du könntest an Arne kleben, Hand in Hand. Naja, es gab ja auch vor kurzem, jetzt tatsächlich gab es ja auch den Fall, dass ein Krankenwagen eben nicht durchkam. Und der Patient da verstorben ist, der am Krankenwagen war. Ne? Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich dann sage, also Leute, wirklich, denkt ihr eigentlich nicht nach oder was? Ihr wollt irgendwie Menschenleben retten, aber auf der anderen Seite riskiert ihr halt die Leben von Menschen auf die Art und Weise. Karl auf dem Boden? Arne auf dem Boden? Rechts oder links? Bei dir wäre es die rechte Hand. Für die Rettungsgasse kleben sich zwei Aktivisten gegenseitig an den Händen fest, können so im Notfall eine Lücke freimachen. Das Wichtigste kommt zum Schluss. Pakete voll mit Sekundenkleber. Wir werden das wuppen. Also, ja, ich bin sehr zuversichtlich. We did it. Früh am nächsten Morgen. Per SMS haben wir und andere angemeldete Pressevertreter Koordinaten für einen Treffpunkt bekommen. Wir werden abgeholt. Auch die Polizei scheint einen Tipp bekommen zu haben. Die Beamten sind bereits vor Ort. Unser Guide soll uns eigentlich zur Blockade bringen, doch irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Sieht so aus, als haben sie gerade die Presse für so ein Ablenkungsmanöver benutzt, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Die Polizei hat gedacht, die Journalisten laufen alle dahin, also wird's da sein. Jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Dann geht es auf einmal schnell. Vor den Augen der Polizei gelingt es den Aktivisten, sich auf die Fahrbahn zu setzen. Bevor der Sekundenkleber trocknen kann, werden sie von Autofahrern wieder von der Straße gezogen. Oh, hier, komm! Ab! Rufen Sie doch die Polizei! Ab jetzt! Die Polizei! Polizei! BW! Hören Sie auf damit! BW! Der spinnt wohl oder was, ja? Ich könnte mir das stundenlang angucken, diese Szene. Ich finde, das hat immer irgendwie eine unfreiwillige Komik, das Ganze. Ne? Also ich habe mit den Autofahrern mehr Mitleid als mit diesen Klimaklebern. Tut mir leid. Weil klar, du bist am Ende bist du deinen Job los, ne? Wenn du sagst, hier, ich bin zu spät gekommen, sorry, ich habe Klimakleber auf der Fahrbahn gehabt. Ja, ist dem Chef egal, was du da für ein Argument vorbringst, ne?
Nach mehreren Versuchen steht die Blockade. Mitten in der morgendlichen Rush-Hour. Der Radfahrer kommt durch. Wir behindern die Leute. Was denn mit Motorrädern? Die können ja auch durchfahren, ne? Die kommen ja auch vorbei. Die machen ja auch Gestank. Nicht nur Autos. Das am Arbeiten, ihr behindert die Kinder, dass sie in die Schule gehen können. Darf ich Ihnen sagen, dass das hier die Möglichkeit ist, wie wir es schaffen, dass Menschen sich überhaupt für den Klimaschutz wieder interessieren, dass er wieder in den unser Ziel ist es, dass die Politik wieder Klimaschutz auf dem Plan hat. Es geht darum, dass die Menschen wieder begreifen, wie wichtig und die Zivilisation ist und dass der Klimawandel und der Klimakollaps unser komplettes Überleben jetzt mal bedroht. Ganz ehrlich, wie groß ist Deutschland? Groß. Genau. Wir sind historisch gesehen sind wir der sechstgrößte CO2-Emittent der Welt. Gut. Und was ist mit den ganzen Ländern, China, USA, Indien? Was tun die für den Klimaschutz? Was können wir als alleiniges Land bewirken? Aber was bringt es ihnen, die anderen Länder zu kritisieren und nicht selber zu handeln? Die lachen über uns. Wir sind in Deutschland. Ja, weil damit dem Klimaschutz nicht geholfen wird durch das kleine Deutschland. Ne? Solange China und USA und Indien und Russland, solange die sich einen Scheiß darum kümmern, um Klimawandel, können wir auch nicht viel machen, ne? Ich bin Deutsche und deswegen möchte ich auch, dass meine Regierung die Ziele umsetzt. Und ich bin auch für Klimaschutz und ich bewege mich auch ganz normal wie jeder andere Bürger. Aber ich nehme mir nicht das Recht raus, alle Menschen hier an ihrem alltäglichen Leben in der Gesellschaft zu behindern. Auf den Transparenten der Verweis auf den Artikel 20a des Grundgesetzes. Darin heißt es, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Wir haben so viel Respekt vor dem Rechtsstaat. Wir erinnern ihn daran, dass er sich selber zur Pflicht gemacht hat, unsere Lebensgrundlagen zu schützen, eben Artikel 20a. Es geht uns darum, dass wir der Feueralarm sind, der vor dem drohenden Klimakollaps warnt, der eigentlich jetzt schon im Laufen ist. Es geht darum, dass wir jetzt noch 2-3 Jahre lang die Möglichkeit haben, wirklich etwas zu verändern und das ganze Unheil zumindest... Ja, und was passiert denn ansonsten? Was passiert denn dann? Also das sind ja so Horrorszenarien, die an die Wand gemalt werden. Also das ist ja völliger Quatsch. Das ist nicht die letzte Generation. Da kommen noch viele Generationen hinterher, so oder so. Zu einem gewissen Grad abzuwenden. Das Räumungsteam der Dresdner Polizei ist inzwischen auch vor Ort. Mit besonderem Equipment. Die haben irgendwie Verfolgungswahn, haben die irgendwie. Ist ja aus einer Sekte, genau, der Weltuntergangssekte. Sowas gab es ja früher schon. Sowas ist das in der Art, genau. Einsatzkoffer, Pflanzenöl, Spritzen und Kochlöffel. Aber Sie sind schon gut vorbereitet inzwischen. Ja, mittlerweile hat man Training. Das Öl löst den Sekundenkleber. Das Lösen ist meistens unangenehm, einfach wegen der Reibung. Also gerade mit dem Holzspat. Bitte einfach losreißen die Hand mit Gewalt. Zack, abreißen, fertig. Dann machen Sie es kein zweites Mal. Ne? Aber dann werden die Polizisten ja wieder, wir kommen dann vor Gericht, ne? Wegen Körperverletzung, ja. Bei anderen Menschen wird es ja auch mit Mullbinden oder Zahnseide gemacht, was oft zu Blutungen und Verletzungen führt. Sie macht es jetzt eigentlich ganz sanft, das ist okay. Aber ich will... Nee, ich bestreite keine Wissenschaft, Bimmelberte, aber keine Wissenschaft, keine seriöse Wissenschaft behauptet ja, dass die Welt untergeht durch Klimawandel. Alles, was in der Tat gesagt wird, sind, dass gewisse Wetterextreme zunehmen und so weiter, das ist richtig. Aber der Mensch ist ja klug genug, sich auf den Klimawandel auch einzustellen. Vielleicht sollten wir mal lieber langsam anfangen, uns auf den Klimawandel einzustellen, indem wir entsprechend bauen, indem wir entsprechende Dämme errichten und was weiß ich. Anstatt immer wie Don Quixote gegen die Windmühle anzukämpfen. Und das bringt doch überhaupt nichts, solange die ganzen großen Staaten dieser Welt weiter das Klima verpesten, werden wir auch nichts damit ausrichten. Ne? Das ist ja der völlig falsche Ansatz. Wie wäre es dann einfach mal zu akzeptieren, es gibt einen Klimawandel, er wird das Klima verändern und deswegen richten wir uns einfach mal darauf ein als Menschen und erfinden entsprechende Techniken, um damit zu leben. Das ist doch viel wichtiger. Meine Hand nicht mehr wirklich. Ach, Klimaflüchtlinge. Die zusammengeklebten Hände von Hanna und ihrem Mitstreiter löst die Polizei nicht. 6 Beamte packen gleichzeitig zu. Die Aktivisten stehen mit Gesicht und Namen zu ihren Taten, machen der Polizei keine weiteren Probleme.
Ach, der Meeresspiegel wird so hoch sein, da kannst du für die Niederlande keinen Damm bauen. Ach so. Also es ist eine Flutwelle von 100 Meter oder was? Oder wovon reden wir hier? Das sind doch Dystopien. Also Leute, wirklich. Das hat doch mit der Realität nichts zu tun. Das sagt auch die Wissenschaft im Übrigen ja überhaupt nicht. Das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist doch Verfolgungswahn. Aufs Revier geht es für die beiden trotzdem. Es gibt einen großen Unterschied zu linken Gruppierungen, die heute in Deutschland aktiv sind. Für linke Gruppen ist der Staat traditionell eine Art Gegner, vor dem man sich versteckt und zurückzieht und wo man keinen Einblick in die Aktivitäten gewinnt. Die letzte Generation instrumentalisiert den Staat, insbesondere Polizei und Justiz, und integriert das in die eigenen Marketingaktivitäten, eben zum Beispiel durch das Zurschaustellen von Wegtragen oder durch die Zelebrierung von Gerichtsprozessen. Das ist eine völlig andere Sicht auf den Staat und damit auch eine völlig unterschiedliche Organisationskultur. Vor der Polizeidirektion Dresden. Welchen Sinn hat die Tante jetzt zwischendurch? Das ist doch völlig irrelevant, was sie da gerade erzählt hat. Was will ich uns denn damit sagen? Völlig belanglos. Sich das Supportteam versammelt, wartet auf die Entlassung der Bienen, der Blockierer und Blockiererinnen. Nach nicht einmal einer Stunde ist die Beweisaufnahme schon erledigt. Erleichterung. Insgesamt gehören rund 100 Unterstützer zu der Dresdner Widerstandsgruppe. So nennen sie sich selbst. Ähnliche Gruppen gibt es auch in Leipzig, in Magdeburg und in Greifswald. Diese Gruppen seien jedoch weisungsgebunden. Das erzählt mir die Wissenschaftlerin Maria Christina Nimmerfroh. Die letzte Generation ist sehr zentralistisch organisiert. Wir haben für den deutschen Bereich ein dreiköpfiges Führungsteam. Und dann gibt es noch ein Strategieerweiterungsteam von einigen mehr Personen. Und dort werden die wesentlichen Entscheidungen getroffen. Die Form der Proteste, Zeit- und Maßnahmenplanung, die Budgetform und auch die Mobilisierung vor Ort. Ist mir scheißegal, wie die organisiert sind. Kernteam und Strategieteam entscheiden über die Kampagnenziele der letzten Generation. Ja, wen interessiert das denn? Und geben diese an verschiedene Arbeitsgemeinschaften weiter. Ja, und? Wie zum Beispiel das Legal-Team, das Finanzteam oder das Presseteam. Dazu gibt es insgesamt 6 regionale Strategieteams, in denen die Kampagnenziele an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Die regionalen Strategieteams unterweisen dann die einzelnen Widerstandsgruppen in den Städten, also die Aktivisten und Aktivistinnen, die sich letztendlich auf der Straße festkleben. Es hat einiges an Überzeugungsarbeit gekostet und hat dann doch geklappt. Ich kann bei einem Treffen des Strategieteams Ost dabei sein. Ja, da kannst du ja stolz sein. Es findet in der Wohnung von Lars statt. Lars ist 19 Jahre alt und so etwas wie ein Vollzeitaktivist. Er wird sogar bezahlt. Wenn ich mich auf die Straße klebe, das finanziert keine Organisation, keinen Arbeitgeber, niemand. Das mache ich in meiner Freizeit. Ja, wovon lebst du? Vom Staat oder was? Zum Beispiel Vorträge zu halten oder Menschen darüber aufzuklären, was ist ziviler Widerstand, was sind vielleicht rechtliche Konsequenzen davon, mit Menschen, die auch politische Entscheidungen treffen, in Kontakt zu kommen, mit den Medien zu reden. Das ist alles gemeinnützige Arbeit. Wer bezahlt das? Genau, das sind doch alles, vielleicht nicht alle, aber jedenfalls sehr viele kommen doch einfach aus wohlhabenden Verhältnissen. Das sind alles gelangweilte Teenager, die eben nicht ihr Geld sich hart erarbeiten müssen. Die haben alle Langeweile. Ne? Also ich will das nicht pauschalisieren, aber es ist ein Teil für einen Teil trifft das mit Sicherheit zu. Wie die Finanzierung der letzten Generation genau funktioniert, dazu später mehr. Heute geht es um die Planung von Protesten in Berlin. In knapp einem Monat soll es losgehen, mit so vielen Menschen wie möglich aus ganz Deutschland. Also wir haben so viele Ideen, wie wir den Berlin-Hype noch verbessern können. Wir brauchen Wildbienen und ja, da bin ich auch sehr gespannt oder wünsche mir, dass wir da auch einige haben, um da auch ein bisschen zu eskalieren. Wildbienen sind Personen, die bereit sind, durch extreme Aktionen besonders hohe Strafen auf sich zu nehmen. Das kann bei Geldstrafen bedeuten, dass nur das Existenzminimum bleibt. Ein Leben unterhalb der Pfändungsgrenze. Halt irgendwie so einen Perspektivwechsel, auch da die Aufklärung zu kriegen, dass du halt auch mit 1.700 Euro... Ja, 1.200 Euro. 1.337. Oder das stimmt.
danke, dass du auch damit ein erfülltes Leben führen kannst. Also es ist ja auch einfach so eine Aufklärungsarbeit, die da untersteht. Und die Aufklärung dann eben am besten im Dialog, im Austausch mit Menschen, ja, die das ja jetzt schon betrifft. Eben nicht so ein trockener Input vom Legal-Team, sondern einfach mit entsprechenden Wildbienen, die das halt einfach jetzt schon machen. Aber das Regen. Ja, kann er, warum? Warum wird nicht mal einfach mal kritisch sich damit mit denen auseinandergesetzt? Also er sagt, ja, ich bin, ja, es ist mir gelungen, bei denen mal dabei zu sein bei so einer Sitzung. Ja, wo sind denn mal die kritischen Fragen? Ne? Das wird überhaupt nicht, es wird überhaupt nichts hinterfragt von dem Typen. Das ist halt immer schwierig, wenn der Autor einer solchen Dokumentation ganz offensichtlich Sympathisant solcher Aktivisten ist. Da kommt nichts Gescheites bei raus. Ne? Als Journalist musst du dich natürlich sozusagen auf Distanz begeben dazu und nicht Teil davon sein. Nee, Funk ist es nicht, das ist MDR. Es ist öffentlich-rechtlich, aber nicht Funk. Nur 9 Tage später treffe ich Lars in Hamburg wieder. Eine kurze Zeit, in der viel passiert ist. Lars saß im Knast. Genauer gesagt, in Präventivhaft, sollte so daran gehindert werden, an weiteren Blockaden teilzunehmen. Ja, richtig so. 3 lange Tage mit jeweils nur 1 Stunde Hofgang. Ach Gott, das tut mir aber leid. Mir, kurz gesagt, sehr scheiße. Also es kommt immer im Nachhinein noch mal hoch. Und auch jetzt merke ich noch, wie ich erschöpft bin und wie das doch was ist, was nicht an mir vorbeigeht. Also. Haben Sie wahrscheinlich die Mitgefangenen im Gefängnis gefragt, na, Junge, weswegen bist du denn hier? Ich hab 3 Leute umgebracht und du? Ja, ich hab mich auf die Straße geklebt, ne, und wollte gegen Klima. So, das ist natürlich, oh, den schnappen wir uns daher unter der Dusche, den Typen. 23 Stunden in der Zelle zu sein, für was, wo ich denke, das ist doch legitim und das muss doch gehört werden. Und hier werden gerade meine Lebensgrundlagen zerstört und dann komme ich dafür ins Gefängnis. Das hat nochmal einen ganz anderen Beigeschmack. Der Grund für den Knastaufenthalt? Ja. Eine Blockade auf den Elbbrücken in Hamburg. Ende März beginnt die Gruppe eine Kampagne in der Hansestadt. Blockiert mehrfach die Hauptverkehrsadern von Stadt und Hafen. Komm, abhauen! Abhauen! Ich hau dir in die Fresse, du Arschloch! Ich hau dir so in die Fresse! Was machst du hier? Komm, geh arbeiten! Wir arbeiten. Genau. Verzieh dich. Komm, sei lieb. Ja, ja, das ist eine Aufregung. Ich mach das Ding wieder raus, Mann. Jetzt verpiss dich. Keine Gewalt, komm, keine Gewalt. Der Protest kam mit Ankündigung. Vorausgegangen war ein Schreiben der letzten Generation an den ersten Bürgermeister in Hamburg. Darin die Forderung, die Stadt solle die Ziele der Gruppe unterstützen. Geschehe dies nicht. Zitat. Da kannst du mal sehen, wie realitätsfern die sind. Ne? Sie schreiben an unseren Bürgermeister hier in Hamburg, so, wir möchten, dass das jetzt hier umgesetzt wird, sonst protestieren wir. Ja, nee, so einfach geht das nicht. Werden in diesem Fall ab dem 14.03.2023 unseren Protest auf die Stadt Hamburg ausweiten und für eine maximale Störung der öffentlichen Ordnung sorgen. Ja, so schön, dass für den ersten Bürgermeister eine klare Erpressung, ja, auf die er sich nicht einlässt. Die letzte Generation antwortet darauf mit einer speziellen Klebermischung. Von der Straße lösen? Unmöglich. Statt Pflanzenöl kommt die Flex zum Einsatz. Mit einem Stück Asphalt an der Hand geht es für diese Aktivistin in Gewahrsam. Auch für Lars ist hier erst einmal Schluss. Für mich ist der Protest auch schon erfolgreich, wenn sich auch nur ein Mensch irgendwie damit auseinandergesetzt hat. Aber diese maximale Störung tut er ja nicht. Der öffentlichen Ordnung, der Hass wird ja nur gesteigert auf das euch. Das klingt im ersten Moment nach Erpressung und nach einer Drohung. Es soll aber einfach nur symbolisieren, das ist das, was wir jetzt anscheinend brauchen, damit wir überhaupt mal ins Gespräch kommen. Ja, Gespräche führt er ja nicht, tut er ja nicht. Tatsächlich stießen die Erpressungsschreiben nicht nur auf Ablehnung. Ich fahre nach Hannover und treffe mich hier mit dem Oberbürgermeister Belit Onay. Er hat ein fast identisches Schreiben bekommen mit Bitte um Unterstützung und bei Ausbleiben der Androhung von Protest. Anders als der erste Bürgermeister in Hamburg suchte Onay das Gespräch. Ja, unser Bürgermeister hat auch eine Stadt mit 1,8 Millionen Menschen zu regieren. Der hat anderes zu tun, als sich mit diesem Quatsch auseinanderzusetzen.
Aus meiner Sicht war es wichtig, dass wir miteinander sprechen. Das ist besser, ehrlich gesagt, als nicht miteinander zu sprechen. Wir haben hier viele Störaktionen auch in der Stadt gehabt. Das hat schon für sehr viel Unmut gesorgt. Und ich glaube, viele Menschen haben sich auch darüber gefreut, ja auch dass wir, nicht. Okay. Gesagt, ja, es geschafft haben, die Menschen grün, im wahrsten Sinne des Wortes von der Straße hin in das politische, in die politische Diskussion, in die politische Debatte zu holen und eben dann auch über Klimaschutzmaßnahmen oder fehlende Klimaschutzmaßnahmen gemeinsam sprechen können. Die Forderungen der letzten Generation lösen bei Onay keinen Unmut aus. Ein Bürgerrat Klima oder das Tempolimit auf der Autobahn seien sinnvoll und überfällig, so der Oberbürgermeister. Insofern habe ich aber auch für meinen Teil deutlich gemacht, dass ich die Störaktionen nicht teile, dass ich das nicht für sinnvoll erachte. Aber ich glaube sehr wohl, dass Sie da schon einen Punkt haben mit der Frustration, dass es beim Klimaschutz eben nicht wirklich vorangeht. Und das ist ja auch ein Frust, den wir auf kommunaler Ebene breit teilen. Das heißt, glauben Sie auch, dass die Bundesregierung eigentlich zu wenig tut? Ja. Das ist nicht nur eine Frage des Glaubens, sondern eine Beobachtung, die wir leider immer wieder feststellen müssen. Naja, zu wenig tut, ja gut. Das kann man so oder so sehen. Ne? Ich meine, wenn ich mir das jetzt überlege, was für ein Irrsinn da jetzt gerade mit dieser ganzen Wärmepumpen und diesem ganzen Kram jetzt momentan los ist, daran sieht man ja schon, dass sowas ja nur auch mal gut überlegt sein muss und dass sowas ja auch nicht übers Knie gebrochen werden kann, sondern dass man die Menschen ja nur mal mitnehmen muss bei so einer Geschichte. Immerhin passiert ja was und da sind wir doch immerhin weiter als andere Länder auf der Welt, die eigentlich viel mehr tun müssten, weil sie auch viel größer sind und viel mehr das Klima verpesten als Deutschland. Ne? 7 Städte haben sich inzwischen bereit erklärt, die Forderungen der letzten Generation zu unterstützen. Protestiert wird dort nicht mehr. Ach, das ist immer nett. Dann ist es doch Erpressung. Ne? Dann hat man sich dem sozusagen hingegeben und gesagt, okay, wir geben der Erpressung statt erfüllen deren Forderungen. Ne? Dann sind die mit ihrer Erpressung erfolgreich. Knapp 3 Wochen später, es ist Mitte April. Ich treffe Lars in Berlin wieder. Heute soll sie losgehen, die lang angekündigte Protestwelle in der Hauptstadt. Berlin, was hast du für Erwartungen? Also ich habe einfach so Angst vor diesem Kontrollverlust. Ich weiß nicht, was heute passiert. Es könnte alles passieren irgendwie. Ich bin verdammt aufgeregt, ja. Weil irgendwie Nein, Helmut Schmidt war Innensenator in Hamburg. Bürgermeister ist er nie gewesen. So eine Situation gab es noch nie in meiner Lebenszeit. Ich habe sowas noch nie miterlebt. Und jetzt hier wirklich was verändern zu können, das ist schon was Außergewöhnliches. Eröffnet wird der Protest auf einem Get-Together in der St. Thomas-Kirche in Kreuzberg. Aus ganz Deutschland sind Aktivistinnen und Aktivisten angereist. Auch zahlreiche Pressevertreter sind gekommen. Carla! Ein Mensch vom Spiegel. Hallo! Lars ist erst einmal am Empfang eingeteilt. Hast du schon einen Namen? Das ist ja interessant. Das war gerade eine Spiegeljournalistin, wie die schon so tanzend ankommt. Carla, ach so, man kennt sich, man duzt sich. Ja, ja, gar kein Wunder, ne? Mein Gott, was ist denn das für eine Presse? Also wirklich, das ist, journalistische Standards gelten mittlerweile überhaupt nicht mehr, oder was? Ja, dort vorne an der Tür kannst du dir eins machen lassen. Ja, da kannst du auch eins machen. Die tonangebenden Mitglieder der letzten Generation sind fast alle da. Ich treffe auf Henning Jeschke und Lina Eichler. Beide sind Anfang 20 und haben im vergangenen Jahr die Gruppe mitgegründet. Die Idee, der Plan ist eigentlich von Anfang an schon in der Gründung von der letzten Generation angedacht. Das Ganze soll darauf zielen, dass wir eben nicht nur die Klimakatastrophe haben, sondern auch die Demokratiekrise bei uns in der Gesellschaft, in der man sagt, das, was hier gerade wenigen reichen, einflussreichen Menschen wichtig ist an fossilem Kurs, wird höher gehängt, als wie viele Leute eigentlich schon bereit sind, Maßnahmen zu machen. Protestformen und Managementstruktur haben sie sich nicht einfach ausgedacht. Die letzte Generation ist vielmehr Teil eines größeren internationalen Netzwerks. Genannt A22. Ja, das A22-Netzwerk bündelt ja quasi die ganzen Kampagnen, die es jetzt weltweit gibt, die das machen, was wir hier machen, sie den Widerstand leisten, Forderungen an die Regierung stellen. Das machen die alle und alle in verschiedenen Ländern zusammen. Wie viele sind es mittlerweile? Ich glaube 11. 11, ja.
Und das ist ein großes Bündnis, was quasi zusammenschließt, wo es natürlich auch enge Kommunikation, Austausch über Strategien und so weiter gibt, auf jeden Fall. Zu diesem internationalen Netzwerk gehören die letzte Generation in Deutschland, in Österreich und in Italien. Just Stop Oil in Großbritannien. Dazu Protestgruppen in Norwegen, Schweden, Australien und Neuseeland. In den USA, in der Schweiz und Frankreich. Sie alle praktizieren zivilen Ungehorsam. Und sie haben einen gemeinsamen Geldgeber, den Climate Emergency Fund in den USA. Aha. Knapp 1 Million Euro Budget hat die letzte Generation in ihrem Transparenzbericht für das Jahr 2022 angegeben. Maria Christina Nimmerfroh hat den Geldfluss untersucht. A22 ist auch verantwortlich oder organisiert auch die Geldströme. Die letzte Generation hat einen recht hohen Finanzbedarf durch die Löhne, durch das Material, was notwendig ist, durch die Reisetätigkeiten. Welche Löhne? Was für Löhne? Wollen die auch noch bezahlt werden dafür, dass sie sich auf die Straße kleben oder was? Oder was für Löhne? Hä? Ich denke, das sind Aktivisten. Also was Geld kostet, sind möglicherweise Reisekosten, ja. Oder und vielleicht ein bisschen Material zum Verteilen oder und der Sekundenkleber, ja. Und diese Rettungswesten, die sie da anhaben. Aber was ist denn ansonsten bitte? Was für Löhne denn? Und Aktivisten in Deutschland, was für eine Organisation, die keine Rechtsform hat, schon eine ganze Menge ist und auch extrem viel Aufwand erfordert, das dann so halbwegs rechtssicher entsprechend zu verbuchen. Zurück in der St. Thomaskirche. Rund 900 Personen haben sich inzwischen für die Proteste in Berlin angemeldet. Lars ist mit einer mehr als 20-köpfigen Gruppe aus Dresden und Leipzig angereist. Zusammen bilden sie eine Bezugsgruppe, planen und realisieren die Blockaden gemeinsam. Und Lars hat eine Rede vorbereitet. Was ist das denn für einen mit dem Hut hier gerade? Also ich zitter unglaublich, das hatte ich noch nie bei einer Rede. Die evangelische Gemeinde hat übrigens die Kirche für die letzte Generation geöffnet, um den gesellschaftlichen Diskurs, das Miteinanderreden, zu fördern. Für Lars geht es nicht nur ums Reden, sondern auch ums Handeln. Das haben wir gesehen. Das haben wir in München gesehen und das haben wir wieder in Hamburg gesehen. Dort gab es einen Aufschrei. Dort gab es gesellschaftlichen Diskurs. Deshalb lasst uns jetzt das verändern, was wir schon so ewig brauchen. Für alle. Denn wo wollen wir sein? Das hat doch echt schon was von der Sekte, was wir jetzt gerade hier erleben, oder? Das ist doch wie Zeugen Jehovas im Grunde genommen. Oder was weiß ich hier, Hare Krishna oder irgend sowas. So in solche Richtung geht das doch schon. Also da sehen wir es doch. Und der nächste Schritt ist dann eben die weitere Radikalisierung und dann irgendwann, Massensuizid oder was weiß ich, wo das hinführt. Oder eben auch Anschläge verüben. So hat die RAF sich ja auch entwickelt irgendwann, ne? Es reicht ja nicht mehr, sich auf die Straße zu kleben, sondern Autos anzuzünden, Autos in Brand zu stecken oder zu sprengen. Oder was, so geht es dann irgendwann weiter. Das ist ja genau diese Richtung, in die das immer weiter abrutscht. Hier. Dankeschön. Eine letzte Stärkung in der Berliner Frühlings. Was hast du denn geraucht, Holger? Ja, wenn du das nicht siehst, ist es dein Problem. Aber wenn sich jemand Unreal Miraculix nennt, dann sagt er damit ja schon, dass er die Realität offenbar nicht wahrnimmt. Sonne. Dann soll der Protest losgehen. Egal wie die Polizei reagiert, entweder sie lässt uns protestieren und wir rütteln die Menschen auf oder sie sperrt uns weg und wir rütteln die Menschen auf. Aber ich glaube schon irgendwie, dass Berlin sich das, was wir vorhaben, nicht bedingungslos gefallen lassen. Mach doch endlich. Das wird so dramatisch aufgebaut hier. Gestern, später am Abend, haben wir noch die Koordinaten bekommen für die Blockade, die heute Morgen hier an der Siegessäule stattfinden soll. Gleich wird also eine Gruppe von den Klimaaktivisten irgendwo
von hier in den Berufsverkehr reingehen und versuchen, den komplett lahmzulegen. Dann geht es los. Pünktlich um 8 Uhr versammelt sich die Gruppe im angrenzenden Park. Na. Die Sache hat nur einen Haken. Früh aufstehen tun sie immerhin, das wundert mich ja schon. Ich dachte, die pennen bis 10 Uhr erstmal. Die Berliner Polizei ist auf die Proteste gut vorbereitet. Will die Blockade verhindern, bevor die Aktivisten auch nur einen Fuß auf die Straße gesetzt haben. Hm. Lars ist bei dieser Gruppe nicht dabei. Ich entdecke ihn auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Frage mich, will die Gruppe tatsächlich direkt vor der Polizei die Blockade doch noch durchziehen? Auch die Beamten wirken unsicher, warten erst einmal ab. Dann wird es hektisch. Mit 4 Beamten mehr als 20 entschlossene Menschen aufhalten, unmöglich. Die Polizei hat doch sowieso schon so viel zu tun, gerade in Berlin. Und dann müssen sie sich mit so einem Scheiß da noch auseinandersetzen. Meine Güte. Die Polizei gibt nach. Die 3 Fahrbahnen der Straße des 17. Juni Richtung Brandenburger Tor sind blockiert. Wieso geben die nach? Doch statt sich festzukleben, hat sich die Gruppe heute für eine andere Protestform entschieden. Den sogenannten Slow Walk. Laufen im Schneckentempo. Lars wirkt hochkonzentriert. Diese Ruhe, die wir auf diesen Protesten erleben, dieses unangenehme Schweigen, das sorgt ganz viel dafür, dass wir uns damit auseinandersetzen. Obwohl es laut ist, vielleicht Menschen schreien, die Polizeisirenen, das Hupen. Aber für dich alleine bist du in einem kompletten Schweigen. Erst als die Polizei die Fahrbahn mit einem Einsatzwagen blockiert, bleibt die Gruppe stehen. Sie haben sich gegen ein Slalomlaufen um die Polizeifahrzeuge entschieden. Auch Matthias zuliebe. Ich habe ihn schon in Dresden kennengelernt und später auch in Hamburg wieder getroffen. Er ist keine Biene, sondern ein Schmetterling. Da ich durch diesen Rollstuhl besonders auffällig bin, habe ich mir die Bezeichnung Schmetterling überlegt. Während nach Bienen und Hummeln immer wieder mal geschlagen wird, wird ein Schmetterling einfach nur ignoriert. Und genau das erlebe ich auch, wenn ich auf der Straße bin. Ja, klar. Die Menschen sehen vor allem einen Menschen. Jemanden im Rollstuhl schlägt man nicht, das ist richtig, ja. Aber auf der Schiene zu fahren, ist ja auch jetzt nicht gerade... Naja. Menschen im Rollstuhl, also einen Behinderten, und glauben dann, dass derjenige von der letzten Generation einfach nur instrumentalisiert wird. Knapp 2 Stunden hält die Gruppe die Blockade aufrecht. Dann gibt die Polizei die Auflösung der Versammlung bekannt. Gemäß § 14 Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin wird Ihnen hiermit die Beschränkung erteilt, sich auf den Gehweg zu begeben. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, werden Sie mittels unmittelbarem Zwang von der Fahrbahn entfernt. Sie haben die Durchsage gehört. Wollen Sie freiwillig übergehen oder muss ich bei Ihnen zu Hause bin? Aufstehen, danke. Ja, ich mache es nicht gerne, ja? Aber ich habe auch keine Lust, nachher zum Orthopäden zu gehen. Ja? Einige stehen freiwillig auf. Die anderen werden von der Fahrbahn geräumt. Und der im Rollstuhl? Auch Matthias weigert sich selbstständig. Wird er aus dem Rollstuhl rausgehoben und auf die Musik? Ich möchte da gerne auf die Gleichbehandlung pochen. Machen wir ja auch. Ja. Versammlungsfreiheitsgesetz aufgelöst. Das ist eine Bitte. Mit dieser polizeilichen Auflösung um Gleichbehandlung. Haben Sie doch irgendwo eine Bremse angelegt? Nee, Sie können jetzt Gas geben. Gut. Genau. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, werden Sie mittels unmittelbaren Zwang von der Fahrbahn entfernt. Der friedliche Widerstand, die Weigerung, den Aufforderungen der Polizei Folge zu leisten, für die Beamten durchaus eine Provokation. Die Räumungsmethoden werden zunehmend härter. Wir gehen auch über daher.
Ich möchte gerne sitzen bleiben. Kommen Sie da drüben. Sie sagen ja, ich möchte Ihnen keine Schmerzen zufügen. Wenn ich Ihnen Schmerzen zufüge, wenn Sie mich zwingen, ja, was kommt denn nochmal mit seinem Schrei? Nicht nur heute, Tage. Mit seinem schauspielerischen Schneider. Dann bitte ich Sie jetzt rüberzugehen. Jetzt sofort. Ansonsten werde ich Ihnen Schmerzen zufügen. Das ist hier friedlich. 3, 2, 1, gut. Dann los. Hoch. Vorhang auf. Bei Lars werden sogenannte Schmerzgriffe angewendet. Trainierte Techniken, die gezielt Druck auf die Nerven ausüben. Ja, nun, nützt ja nichts. Lassen Sie mich ein. Meine Güte. Ja, dann geh mal lieber ins Sportstudio und trainier deine Knochen, anstatt da auf der Straße zu sitzen. Die Räumung eskaliert. Die Art und Weise der Gewaltandrohung und die anschließende Anwendung von Schmerzgriffen schockiert. Ich frage mich, ist das bei im Grunde gewaltfreien Protesten überhaupt zulässig? Was hat... Sag mal, dieser Macher von dieser Doku, kannst du dich mal vielleicht mal ein bisschen neutraler verhalten? Das ist ja eine Propagandaveranstaltung für letzte Generation, was wir hier erleben. Finanziert vom Rundfunkbeitragszahler. Das wollen wir von dem Kriminologen und Strafrechtler Tobias Singelnstein wissen. Grundsätzlich kann man sagen, der Gewalteinsatz und dieses Schmerzen zufügen ist eine Form von Gewalt, ist auch für die Polizei eine Ausnahmebefugnis. Das heißt, die Polizei darf diese Techniken nur einsetzen, wenn es keinen anderen Weg gibt, um eine polizeiliche Maßnahme durchzusetzen. Ja, gab's ja nicht. Die Polizei muss ja immer prüfen, was ist eigentlich das mildeste Mittel, um ihr Ziel zu erreichen und gerade ja. bei solchen friedlichen... Er hat vorher zu dem Aktivisten gesagt, ich fordere Sie nochmal auf, jetzt aufzustehen und die Straße zu verlassen. Und wenn Sie das nicht machen, dann muss Ihnen klar sein, dann werde ich Ihnen Schmerzen zufügen. Das hat er ihm vorher klar gesagt. Also hat die Polizei sich komplett korrekt verhalten. Und wenn er dann meint, er muss trotzdem sitzen bleiben, ja, dann muss er halt die Konsequenzen tragen. Sitzblockaden wird das Wegtragen in aller Regel das mildere Mittel sein und sind Schmerzgriffe daher aus rechtlicher Sicht kein probates Mittel. Ja, nun, wenn das aber nicht geht. Für Lars endet der Protest heute im Krankenhaus. Die Untersuchung dort wird ergeben, verletzt wurde er durch die Schmerzgriffe nicht. Aha, unser Video des Polizeieinsatzes geht allerdings in den sozialen Medien viral und setzt auch die Polizei unter Druck. Auf unsere Anfrage teilt uns deren Pressestelle mit, gegen den verantwortlichen Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt eingeleitet. Ja, das muss der arme Polizist muss noch drunter leiden jetzt. Und der kriegt dann am Ende das Verfahren an den Hals. Ja, super. Und der MDR hat es dann, wie gesagt, in dem Trailer zu der Doku noch verstärkt, indem sie diesen Schrei doppelt gemacht haben, damit es noch schlimmer klang, als es eigentlich war. Ne? So wird dann auch Propaganda noch betrieben. Also ehrlich, das hat dann mit Journalismus nichts zu tun. Das ist doch keine ausgewogene Berichterstattung. Meine Güte. Naja, gut. Also wenn das eure Dokus über Klimakleber sind, liebe Öffentlich-Rechtliche, gut, dann wissen wir ja Bescheid.